In der New Yorker Grand Central Station tut sich auf einmal nichts mehr und in der Münchner U-Bahn am Marienplatz wollen sie nicht aufhören, sich zu küssen. Das ist modernes Straßentheater, bei dem jeder mitmachen kann und es heißt Flashmob. Der New Yorker Schauspiellehrer Charlie Todd ist für seine Open-Air-Kreativität rund um den Globus inzwischen richtig berühmt. Bei dem Spektakel in München war er sogar persönlich dabei und als Dankeschön fürs Mitmachen gab er dann auch ganz spontan noch eine Party an den Gleisen. Stefanie Albrecht über das Phänomen und die neueste Inszenierung. Wenn sich Hunderte auf der Kölner Domplatte plötzlich Kissen um die Ohren hauen, alle auf einen Schlag umfallen oder Erwachsene in der Einkaufspassage Seifenblasen pusten, halten das einige für ziemlich gaga, andere nennen es einfach Flashmob. Die Anhänger des übers Internet organisierten Blitzauflaufs trafen sich diesmal in der Münchner Innenstadt. Erst zum gemeinsamen Pusten, dann um sich geschlossen an einem Bankautomaten anzustellen und anschließend in die Straßen auszuschwärmen und Autos zu umkreisen. Bei so manchem Zaungast kam da schon die ein oder andere Frage auf. Was ist denn da los? Das wissen wir auch nicht so genau. Leute, die im Kreis laufen vom Dallmayr. Und warum? Nicht die leiseste Ahnung. Ich wüsste auch gern warum. Fragen wir auf der Suche nach dem Sinn des Ganzen also lieber die, die es wissen müssten, die Teilnehmer. Warum macht man sowas? Total locker alles und einfach angenehm. Und die Leute sind auch nett. Ich finde es auch interessant, dass sie unterschiedlich alt sind alle. Bei uns geht es eigentlich vor allem darum, Leben in den öffentlichen Raum zu bringen. Leben an Orte, wo sonst kein Leben wäre, wie ganz bestimmt hier in diesem Tunnel. Also es ist total herzlich und miteinander. Und natürlich kommt man natürlich über die ganzen absurden Sachen auch ins Gespräch. Allerdings nicht bei der nächsten Aktion. An der U-Bahn-Station unter Marienplatz erstarren die Teilnehmer für 5 Minuten in einer Position. Beim Anstoßen, Lesen oder Umarmen. Genauso wie zuvor schon die Flashmobber in Peking, Brüssel und New York. Initiiert vom großen Meister des weltweiten Flashmob, der jetzt auch den Münchnern die hohe Kunst des sinnlosen Massenspektakels beibrachte. Das Ziel all dieser Aktionen ist, etwas außer der Reihe zu machen. Jeder kann aktiv teilnehmen und so selbst für seine Unterhaltung sorgen. Wir wollen Szenen schaffen, mit denen die Leute nicht rechnen, stehen bleiben und sich wundern. Solange der Überraschungseffekt funktioniert, rollt die Flashmob-Welle weiter. Kaum eine Woche ohne neuen Blitzauflauf. Erst wenn keiner mehr guckt, wird sie wohl genauso schnell verschwinden, wie sie gekommen ist. Das war's von uns. Wir wünschen Ihnen jetzt noch eine gute Nacht. Am Morgen regnet es, aber nicht überall. Mehr dazu im Nachtjournal Wetter. Tschüss.